Am Mittwochabend gingen bei uns zahlreiche Notrufe um 19.30 Uhr ein, dass im Bereich eines Einkaufszentrums in der Stuttgarter Straße in Kirchheim Schüsse gefallen sind. Als die Beamten unmittelbar darauf eingetroffen sind, haben sie zwei tote Personen vorgefunden. Wie sie herausstellte, hat ein 59-Jähriger seine 58-jährige Ehefrau, die in dem Einkaufsmarkt arbeitet, erschossen und sich anschließend selbst mit der Waffe erschossen. Die Frau ist beim Verlassen des Marktes ist sie von dem Mann erschossen worden. Die Ermittlungen im Umfeld des getrennt lebenden Ehepaares dauern an, da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Der 59-Jährige ist Polizeibeamter und hat mit der Dienstwaffe die tödlichen Schüsse abgegeben. Der Beamte war nicht in Dienst, aber jeder Polizeibeamte darf die Dienstwaffen mit nach Hause nehmen und muss sie dort ordnungsgemäß sichern. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, die dauern noch an. Wie gesagt, momentan ist man dabei, das Umfeld der Familie noch zu beleuchten. Es werden Zeugen noch vernommen, der Tat selber. Und auch die Angehörigen werden noch befragt von der Familie. Für die Bevölkerung von Kirchheim hat keine Gefahr bestanden. Der Mann hat auf die Frau gewartet, als sie den Laden verlassen hat, hat die tödlichen Schüsse abgefeuert und sich anschließend sofort in seinem Fahrzeug dann selbst erschossen. Also für die Bevölkerung war keine Gefahr und es ist auch niemand weiteres verletzt worden. Nee, wenn es noch Zeugen geben sollte, die die Tat mitbekommen haben, dürfen die sich beim Polizeirevier in Kirchheim melden. Das ist ein generelles Problem, wo wir zu verzeichnen haben, dass bei jeder Ereignis, wo wir tätig werden, bei jedem Unfall oder auch jetzt hier, wenn ein Tötungsdelikt vorliegt, Passanten Fernseh- oder Aufnahmen machen, Filmaufnahmen machen und diese dann auch einstellen auf soziale Medien wie Facebook. Muss man also ganz klar sagen, dass das nicht erlaubt ist, dass man die Aufnahmen veröffentlicht. Das stellt einen Straftat dar und wird auch von uns dann rechtlich verfolgt und zur Anzeige gebracht.